Didakta 2019 und ich habe hier einen Macher. Und zwar einen Macher aus Unna, aus NRW, aus unserer Region. Genau, das ist der Herr Maurer. Herr Maurer, stellen Sie sich kurz vor und dann gehen wir auch dahin, was Unna alles gemacht hat. Ja, hallo, mein Name ist Andi Maurer. Mein Unternehmen ist die Bienenburg. Ich komme aus Münster, arbeite sehr intensiv in dem Projekt in Unna, wo wir Office 365 für 19 Schulen, 10.000 Schüler, über 600 Lehrer bereitstellen werden im Lauf der nächsten 4 Jahre. Moment, werden oder haben? Was haben wir denn jetzt geschafft? Erstmal? Wir haben in Unna eine ganz gute Voraussetzung. Das heißt, in Unna besteht mit Unit 21, so nennt sich die Umgebung, eine einheitliche Lehr- und Lernumgebung an allen 19 Schulen. Die gibt es schon seit über 10 Jahren und die hat sich etabliert und damit wird an den Schulen digitaler Unterricht schon durchgeführt. Mhm. Unser Projekt ist jetzt, das Ganze auf eine neue Stufe zu heben, mhm, und Cloud-Lösungen, in unserem Fall ist es Office 365 von Microsoft, in diese Umgebung zu integrieren, um den Schülerinnen und Schülern die neuesten technischen Lösungen, die vermehrt immer mehr über die Cloud bereitgestellt werden, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Die Lehrer bereiten sich gerade darauf vor. Wir haben eine Pilotgruppe, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Die erarbeiten Unterrichtseinheiten, die dann im nächsten Schuljahr umgesetzt werden mit der ersten Schule. Lassen Sie uns mal mit Zahlen ausdrücken. Was haben wir denn für Zahlen jetzt? Wie viele Schulen und wie viele Schüler? Wir haben 19 Schulen, die gerade im Laufe der 4 Jahre umgestellt werden, nach und nach. Nicht werden, sind am besten. Wie viel haben wir denn jetzt umgesetzt? Im Moment haben wir alle Schulen in der jetzigen Cloud, okay, in Unit 21. Die Erweiterung um Office 365 wird nach und nach Schule für Schule bereitgestellt. Die erste Schule kriegt es im neuen Schuljahr. Okay. Warum haben Sie sich denn auf Microsoft entschieden und warum, eigentlich ist ja nur ein System, die 365 und nicht Drive oder was weiß ich, Facebook Workplace oder keine Ahnung, guck, was es noch gibt. Die Entscheidung fiel eigentlich recht leicht, weil eben in Unna seit über 10 Jahren mit Microsoft-Lösungen gearbeitet wird. Die Schülerinnen und Schüler sind mit Microsoft-Anwendungen vertraut. Die Lehrer kennen die Tools, die Microsoft zur Verfügung stellt, um sie im Unterricht einzusetzen. Das Betriebssystem auf den Rechnern, die den Schülern ausgeteilt werden, bereitgestellt werden, ist Microsoft. Und dann ergibt sich bei der Überlegung, welche Cloud-Lösung nehmen wir denn, ganz einfach die Microsoft-Lösung. Die bietet sich an, Office 365. Die anderen bieten sicher das Gleiche, aber es passt einfach hervorragend zu der bestehenden Infrastruktur und ist eine sehr einfache Erweiterung. Sprechen Sie doch mal apropos Infrastruktur, über die Infrastruktur, wie das ist. Also Dach, Schule, Firewall und so weiter und so fort. Wir haben ganz kurz an den Schulen eine Einheit, also wie gesagt, an allen 19 Schulen eine einheitliche Infrastruktur. Das heißt, wir haben Access Points, um die ganze Schule von Pausenraum bis zur Turnhalle mit WLAN zu versorgen. Wow, das geht. Hört ihr? An jedem Platz in der Schule kann mit WLAN gearbeitet werden. Und damit auch in jedem Unterrichtsraum. Jede Schule hat mittlerweile einen Glasfaseranschluss, über den wir dann die Verbindung zu Office 365 zur Cloud realisieren werden. Mhm. Was wir dafür benötigen, ist eine Firewall an jeder Schule, um das Ganze abzusichern. Ja. Ganz wichtig. Ohne Firewall. Wie viel Mal wurden Sie gehackt? Ehrlich jetzt. Wurden Sie überhaupt gehackt? Ja, im letzten Jahr liefen viele Angriffe. Es wurde das ganze Rechenzentrum der Stadt Unna angegriffen. Ja. Ohne Firewall geht es nicht. Genau. Geht nicht. Ja, jetzt können Sie weiter erzählen. Oder war das schon? Okay. Also das ist die WLAN-Infrastruktur, die bereitsteht. Und dann haben wir eben diese Lösung, die über Office 365 jetzt für die Pilotschule bereitgestellt wird. So, ohne mit WLAN funktioniert ja nicht nur digital und Schule, sondern es muss ja auch ein Endgerät da sein. So, wie funktioniert das denn? Das sind ja, ich sag mal 50 bis 100 Euro vielleicht Investition pro Schüler. Oder mehr vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Ja, es gibt verschiedene Modelle. Es gibt in Unna Schulen, die haben Computerschränke, mobile Schränke, die sie dann in den Unterricht fahren, sobald eine Unterrichtseinheit mit IT abgewickelt wird. Mhm. Da zahlen die Schüler gar nichts dafür, das trägt der Schulträger. Okay. Dann gibt es Schulen, wie die Schule von Herrn Ruthmann,
Eine ist, das ist eine Gesamtschule, dort wird alles über elternfinanzierte Notebooks geregelt. Das heißt, die Eltern bezahlen den Schülern ein Notebook. Aha. Für kleines Geld und wird die verhandeln für die ganze Schule. Das sind über 1000 Endgeräte und können damit natürlich gute Preise mit den Herstellern aushandeln und stellen die dann den Schülern über einen Leasingvertrag oder den Eltern über einen Leasingvertrag. Was auch bestimmt mit so einer Versicherung verkoppelt ist. Genau. Und also da kann nichts kaputt. Wartungsvertrag, genau. Das wird alles. Da kann nichts kaputt gehen. Da kommen definitiv keine anderen Kosten mehr auf die Eltern zu. Also das ist schon gelöst. Ja. So, was machen die Schüler denn da? Also quasi machen die PowerPoint, Excel-Tabellen und Word-Dokumente oder gibt es da noch Projekte in den Schulen oder vielleicht in der Stadt, die dann zusammenarbeiten? Ja, es gibt zum einen natürlich die normale Arbeitsweise. Also ich nutze als Schüler auch Office für die tägliche Arbeit. Wenn ich ein Dokument erstellen muss, würde ich das mit Word machen. Wenn ich eine Präsentation halten muss, mit PowerPoint. Aber wir kommen immer mehr, und die Anforderung wird an uns herangetragen, in den Zwang, Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen in Gruppen gearbeitet werden kann. Da bietet sich Microsoft Teams an, eine Lösung, um Gruppenarbeit zu ermöglichen. Das also wer es nicht kennt, so eine Chat- oder beziehungsweise Forum-Aktion. Genau, ja. Es ist im Prinzip WhatsApp als für sichere Microsoft. Lösung unter Microsoft abgesichert. Das ist eine Anforderung, die an uns herangetragen wird. Wir brauchen das an der Schule. Wir müssen nämlich in Projekten, in Teams zusammenarbeiten, kommunizieren, die Daten sicher ablegen. Ja. Und das Ergebnis wird dann eine Präsentation sein und vielleicht nicht mehr in PowerPoint wie bisher, sondern in Sway. Weil über Office 365 mir viele neue Werkzeuge bereitgestellt werden. Ja, Sway ist nur eins davon. Ist ja schöner und beziehungsweise besser anzuschauen. Und es ist webfähig vor allem. Es ist auf jedem Endgerät. Browserfähig, genau. Und da braucht man nicht irgendwie PPT-Dateien oder was auch immer. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte. So, falls ihr noch Fragen habt, dann stellt sie bitte unter den Kommentaren. Herr Maurer wird das bestimmt noch beantworten, weil ich ihn verlinken werde. Oder ich. Ja, danke für das kurze Interview. Ja. Viel, viel Erfolg. Sie haben was geschaffen, was uns sehr, sehr, sehr glücklich macht. Auch wenn es nicht in meiner Region ist. Vielleicht hat der eine oder andere Schulleiter das mal gehört und bei denen klingelt es auch noch, oder der Bürgermeister. Und Investoren, keine Ahnung, die sollten sich mal bewegen, weil ohne sowas zusammen geht mehr, denk ich mal. Und das kann man nicht alleine schaffen. Auf jeden Fall. Ich möchte mich auch bedanken. Dankeschön. Ja, bis dann. Tschüss. Viel Spaß noch. Ciao.